Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Messen. Das Messen von elektrischen Größen. Das letzte Mal haben wir gemessen die Spannung. Heute wollen wir den Strom messen. Okay? Machen wir wieder mit unserer Spannungsquelle hier. Ja? Also wir haben abermals hier die Spannungsquelle. Zeichnen wir wieder den Innenwiderstand ein, gell, den es eigentlich nicht gibt. Der einfach da ist. Und die zwei Klemmen. Ja. Eine davon ist die Plusklemme. Die hier werden wir wieder verwenden. Und eine davon ist die Minusklemme. Die hier. Ja. Und da können wir sich die Spannung jetzt wieder einstellen. Wir werden da wieder 6 Volt verwenden. Ja, das ist die Quellspannung um 0. So. Dann haben wir da wieder unseren Widerstand, ja, den da. Den werden wir auch wieder da reinschalten. Der hat zwei Enden. Das ist unser Lastwiderstand, RL. Ja. Jetzt ist die Frage, also da haben wir den UL, die Spannung am Lastwiderstand. Und jetzt ist die Frage, wie messen wir das, dass wir hier den Strom messen? Den IL, den wollen wir messen, und zwar mit einem Strommessgerät. Strommessgerät. Das Strommessgerät hat zwei Anschlüsse und diesmal schreiben wir A hinein, weil es nämlich Ampere misst. Es ist also ein Amperemeter. Okay. Das ist ein Strommessgerät. Ein Strommessgerät ist ein Amperemeter. Wird so genannt. Das ist die Frage, wie schalte ich die zwei Anschlüsse da hinein? Mein Messgerät hier kann auch als Amperemeter betrieben werden. Das kommt ist wieder der eine Anschluss da. Und der andere Anschluss da oben, da steht, entweder steht der A dabei oder MA oder μA, Mikroampere, Milliampere oder Ampere. Und da sehen wir, ich habe da zwei Anschlüsse, und zwar einen Milli und einen Mikroampere. Das ist, wenn ich kleine Ströme erwarte. Und einen Anschluss, wo ich 10 Ampere maximal drüber rennen lassen kann. Das ist relativ üblich. Also entweder ich verwende diese zwei Anschlüsse für kleine Ströme oder ich verwende diese zwei Anschlüsse für große Ströme. Nichtsdestotrotz, ich habe zwei Anschlüsse. Wie hänge ich das da rein? Wenn ich haben will, dass der gleiche Strom, der hier durchrennt, durch mein Messgerät durchrennt, naja, dann muss ich halt mein Messgerät hierher hängen. A. Da habe ich COM. Da habe ich eben meine Milliampere-Buchse. Und so verbinde ich das. Weil jetzt rennt nämlich dieser Strom auch durch mein Messgerät durch. Und natürlich möchte ich den Strom, der durch die Last rennt, den ich messen will, durch mein Messgerät durchschicken. Und da unten kann ich einfach direkt verbinden. Und jetzt hänge ich da drin. Seriell. Strommessgeräte werden immer in den Strompfad, seriell in den Strompfad geschaltet, wo der Strom rinnt, der mich interessiert. Ja? Schaltung. Seriell. Okay? Spannungen haben wir parallel zur Last gemessen. Ströme messen wir jetzt seriell. Das heißt, wenn ich da wieder meine Klemmen hernehme, dann mache ich wieder auf den Plus, dann mache ich wieder auf den Plus, dann mache ich wieder auf den Minus. Und jetzt hänge ich mir da so eine, Plus und Minus,
auf mein Messgerät, auf meinen Widerstand. Seite ist wieder egal. Minus, plus, fertig. Ja. Daumen auf. Wir haben noch immer die 6 Volt eingestellt. Jetzt rinnt der Strom. Jetzt möchte ich wissen, wie groß ist der Strom. Ja. Also nehme ich mein Messgerät hier. Ja. Und wollen wir das anschauen? Ich hoffe mal, dass wir Milliampere kriegen, ja, und keine Ampere. Ja. Sehen wir das aus? Jawohl. Und wenn wir das anschauen, das Schwarze kann bleiben. Das heißt, auf der Seite zum also Minus, das kann bleiben. Hier mit das Rote, das ziehe ich jetzt hier raus, ja, weil das kommt in das COM rein. Das, was vorher da drin steckt ist, das tue ich jetzt ins COM rein. Ja. Und dann nehme ich noch so eine Messstrippe. Ja. Das ist jetzt die rote Seite praktisch. Da Milliampere und das verbinde ich mit Plus. Schalte jetzt erst da auf Milliampere um. Ja, diesmal möchte ich Milliampere messen. Machen wir uns wieder lichtig, dass wir das gut erkennen können. Holen wir eine. 0,591 Milliampere wird hier gemessen. Okay. So ist es. Aus dem Plus raus, hier nachher rein ins Messgerät, das ist diese, dann durchs Messgerät durch, pack, da wird der Strom dann gemessen und dann in meinen Widerstand und zurück auf Minus. Das ist es. Serielle Anschaltung. Okay. Jetzt kommt mich natürlich interessieren, ganz cool, ja, ich möchte wissen, wie viel Strom einfach aus dem Messgerät rausrinnt, wenn kein Widerstand drinnen ist. Ja. Also ich möchte Folgendes machen. Schauen wir uns das einmal an. Ja. Da ist meine Spannungsquelle abermals. Das ist der RI. Und ich hänge mein Strommessgerät gleich so ein. Da ist die Plusbuchse. Da ist die Minusbuchse. Da hier ist meine Quellenspannung. Und jetzt möchte ich wissen, was rennt da für Strom durch? Der da, ja, der Messstrom, IEM. Niemals, niemals etwas so anschließen. Niemals ohne Widerstand im Pfad ein Strommessgerät anschließen. Das ist böse. Böse, böse ist es. Ja? Warum? Auch in einem Strommessgerät haben wir einen Innenwiderstand, einen Messwiderstand. Hier ist das Messgerät A und ich kann mir wieder vorstellen, da drinnen ist der Messwiderstand RM. Ja, auch der wird wieder Innenwiderstand eigentlich genannt, aber um auch wieder keine Verwirrung zu stiften, hier nenne ich den hier Messwiderstand RM. Ja. Jetzt überlegen wir uns einmal, wir möchten mit unserem Messgerät die Schaltung so wenig wie möglich beeinflussen. Ja? Ich möchte, dass ohne Messgerät der gleiche Strom rinnt wie mit Messgerät. Ich möchte den Strom messen, der ohne dem Messgerät eigentlich da wäre. Okay? Ja, wie mache ich das? Hier kommt es dann zur Serienschaltung, ja? Weil das schaut ja nachher praktisch so aus. RI, ja. Dann kommt der Messwiderstand RM vom Messgerät und dann RL. Und ich möchte, dass es praktisch so ausschaut.
Weil so schaut es ohne Messgerät aus. Ja? Preisfrage, wie groß muss RM sein, dass es praktisch so ausschaut? Ja? Idealerweise 0. Ja? Also Messwiderstände. Sind klein. Ideal, RM ist gleich 0 Ohm. Ja? Dann schaut es ganz genauso aus. Also ein Strommessgerät sollte 0 Ohm Messwiderstand haben. Man findet hin und wieder in Datenblättern keine Angaben zum Messwiderstand von Strommessgeräten, von Amperemetern. Das hat einen Grund. Sie sind nämlich nicht optimal. Ja? Spannungsmessgeräte funktionieren besser. Wir sind hier relativ weit entfernt von den 0 Ohm, aber ein paar Ohm halt nur. Ja? Wir haben nur ein paar Ohm. Und wenn wir das jetzt so einschalten, ja? Und da sind nur ein paar Ohm, 2 Ohm, 3 Ohm, ja? Dann rinnt da auf einmal ein riesiger Strom. Das darf ich nicht machen. Ich kann mir praktisch vorstellen, in meiner Vorstellung, ein ideales Strommessgerät ist ein Kurzschluss. Es sind die zwei Buchsen praktisch innen verbunden. Und das, ich kann nicht einfach Plus und Minus da verbinden. Da rinnt ein Strom, das ist gigantisch. Das ist schlecht. Schlecht. Ganz schlecht. Böse. Also Strom messen immer nur in Kombination mit einer Last. Schauen wir uns das nochmal an. Ich hänge das jetzt nur mal an. Zack. Na, haben sie schon verwurstelt, die Kabel. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ein Kabel verwurstelt sich immer. Da kannst du aufpassen, was du willst, hast einen Pimpf benannt. So ist es. Hängen wir jetzt an. Schalten wieder auf, schalten den Strom ein, ja. Dann hängen wir sie an die Spannungsquelle an. 0,6 mA, 0,591 mA. Diesen Messwiderstand bei ungefähr 6 Volt. Ja. Was passiert, wenn ich einen zweiten Widerstand hernehme? Ja. Genau gleich groß ist dieser zweite Widerstand. Und jetzt hänge ich den zweiten Widerstand hier parallel dazu. Was glaubt ihr, passiert? Jetzt habe ich hier praktisch zwei parallele Strompfade und der Strom kann jetzt parallel dazu rinnen, 1,2 mA. Jetzt rinnt der doppelte Strom, ja? Weil jetzt kann er durch den einen Widerstand und durch den anderen Widerstand durch. Rinnt der doppelte, ist eh logisch. Ne? Wenn ich da nicht nur einen Pfad nach unten habe, sondern zwei gleichwertige, rinnt der doppelte Strom. Wenn ich nicht gleichwertige habe, dann rinnt der andere Strom. Das ist typisch Parallelschaltung von Widerständen. Und jetzt schauen wir uns noch an, was passiert, wenn ich die zwei Widerstände hinteren anschalte. Ja, also eine Serienschaltung praktisch der zwei Widerstände mache. Dann nehme ich einfach da so eine Klemme her. Zwick die da eine. Die ist auf der anderen Seite offen. Ja, da lasse ich offen. Zwicke die zwei Sachen zusammen hier. Zack. Zack, 0,3 mA, ja, die Hälfte von vorher, weil hintereinander tun sich der Strom einfach schwerer. Ja. Jetzt haben wir das auch Serien- und Parallelschaltung uns mit Messen angesehen. Ja. Es stimmt also, was ich dazu will. Ja. Zumindest kann man es messen. Ja. Gut, ja, das ist also Strommessung. Strommessung. Verwenden wir ein Ampermeter. Ein Ampermeter verwenden wir
im Stromzweig drinnen, seriell im Stromzweig drinnen, dass der gleiche Strom auch durchrinnt. Messwiderstände von Ampermetern sind sehr klein. Ja. Ideal sind sie 0 Ohm, also haben gar keinen Innenwiderstand, gar keinen Messwiderstand. Deswegen darf ich ein Ampermeter nicht einfach als Kurzschluss, Ampermeter ist praktisch ein Kurzschluss, und deswegen darf ich nicht einfach Plus und Minus mit einem Ampermeter verbinden, sondern muss immer die Last in dem Pfad der Last drinnen sein. Ja. Ja, und dann messe ich da. Dieser Messwiderstand hat einen Einfluss. Wir werden uns jetzt anschauen, was dieser Messwiderstand für Einfluss hat. Das machen wir für Spannungsmessung und Strommessung. Das machen wir nämlich im Zuge des nächsten Videos. Ja. Schauen wir sie an. Was bedeutet es, einen Einfluss haben? Wir machen dann nämlich einen Fehler. Wie groß der Fehler ist, in welche Richtung der Fehler geht, werden wir es im nächsten Video hören. Für dieses Mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.